Parashuramasana ist die Stellung des Parashurama. Parashurama ist eine der Inkarnationen von Vishnu. Er ist die sechste Inkarnation von Vishnu, wörtlich Rama mit der Axt. Und so ist in Parashuramasana eine Axt symbolisiert. Rafaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition, Lotussitz. Von hier lege dich auf den Rücken und halte dabei die Knie und die Hüften auf dem Boden. Strecke erstmal beide Arme nach hinten aus und fasse dann mit einer Hand an die gegenüberliegenden Ellbogen von unten und atme tief ein und aus. Der ausgestreckte Arm ist lang und symbolisiert letztlich die Axt. Gut, wir sind aber freundlich und friedliebend und deshalb ist es mehr eine Stellung der Ausdehnung und eine Stellung, um Kraft zu bekommen. Parashuramasana 2 ist mit den Armen nach hinten ausgestreckt und dabei faltest du die Hände und ziehst die Finger weit nach hinten. Parashurama gilt als machtvoll und einer, der große Kraft hat. Und so soll Parashuramasana dir viel Kraft geben, um dich für die gute Sache einzusetzen.